erwischen wir mal und dann geht's los. Wenn man jetzt hier einkauft. Zum Strobi? Zum Strobi, ne? Nach Dandal. Ins Dandal. Oder wie man sagt. Nach Dandal. Nach Dandal. Das berühmte Kaff. Wir sind gerade auf dem Weg nach Dörndal, nach Selbitz, in die Landmetzgerei Strobel, machen da unseren Wocheneinkauf, denn nach Dörndal fährt man ja jetzt auch nicht jeden Tag vor Feilisch aus. Jetzt ist wackelig wie Sau. Das macht nichts. Macht nichts. Das ist doch Authentizität des Zuschauer besoffen werden. So, ich muss jetzt mal seriöse Begrüßung machen. Okay. Also los. Nicht lachen. Machen da jetzt unseren Wocheneinkauf und haben uns gedacht, warte mal. Ey, ich muss jedes Mal neu überlegen. Rechts. Falls man erwähnt, verfeilen Schnausfinder. Ja. Es gibt ja 1000 Richtungen. Dafür kaufen wir immer umso mehr. Und da haben wir gedacht, nehmen wir euch heute mal mit. Und dann gibt es ja noch die neuen Boxen auszuprobieren. Da ist schön viel Platz drin für unser ganzes Zeug. Für unsere 1000 Gunger. Ne? Echt wahr. Ganzes Zimmer. Die ganze Zimmer will ja versorgt werden. Fressen dann ja die Waffenkopf. Ja, und noch ist auch keiner Veganer. Deshalb müssen wir mal einen Haufen Reis mitnehmen. Und. Muss ich hin? Muss ich da weg? Nein, du musst da weg. Und deshalb nehmen wir euch jetzt mal mit zu unserem Wocheneinkauf. Warum hab ich eigentlich gesonnen, ne? Ja, ich hab gesagt, du, ne? Rechts müssen wir. Ein was kann halt jeder nicht. Aber eigentlich ist Dörndal nicht so schwer zu finden. Eigentlich ist Dörndal nicht so schwer, weil der. Ja. Also gut, ich glaube, wir finden den Weg. Wir müssen uns jetzt mal hoch konzentrieren. Und dann sehen wir uns gleich in Dörndal. 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 Hi, Steffi. Ja, alles gut? Alles gut, ja. Auch gut. Hast du denn jetzt Kaffee? Nein, ich muss Maxen haben. Cappuccino oder Kaffee oder Latte Macchiato? Ein Cappuccino würde ich nehmen. Ja. Auch super. Also, wir denken mal wieder wegen dem Wocheneinkauf. Ja, was wollt ihr denn? Ich will einen Lachsschinken brauchen. Ich will einen Lachsschinken brauchen. Mein absoluter Lieblingsschinken, deiner auch, oder? Mhm. Lachsschinken mit Kräutern. Ja. Mit Kräutern, ja. Ich habe Bergler jetzt, mit 33 Jahren habe ich Bergler für mich entdeckt. Geldwurst für die Kinder auf jeden Fall. Käsebericht. Mit ewig viel Käse. Ein Zwiebelfleischkäse. Ja. Wie dick willst du die Scheiße? Blau und dick. Ja, so. Super, ne? Ja, lieber Glühne und Mama selber. Ah, ja. Oh, die kann man in die Suppe machen, ne? Ja, die sind lecker. Ich weiß, was wir brauchen. Was? Nur Speck. Nur Speck halt. Nur Speck. So. Braten in Dosen. Das ist halt super cool. Ich glaube, das war's. Schau her, da hab ich da jetzt deinen Schraubenschlüssel reingepackt. Schau da noch schön aus in der Box, gell? Ja, das ja. Super. Die ist noch lauwarm. Wenn du daheim bist, machst du den Deckel auf, dass die schön auskühlen kann. Oder ihr esst sie gleich, je nachdem, wie du das machst. Ne? Aber du kannst auch die Boxen einfrieren. Ne? Kannst du ja auch machen. Du kannst die einfrieren, du kannst in die Spülmaschine tun, du kannst sie in die Mikrowelle tun. Oder du nimmst sie mit, du kannst sie ja überall mit hinnehmen, du kannst sie ja mit in Urlaub nehmen, weil die sind ja schön, dann siehst du wenigstens immer was. Ja, genau. Die Pumpe kann ich ja auch dazu kaufen, ne? Die kannst du auch dazu kaufen. Die kostet wie viel? 10 Euro kostet die. Genau. Kann ich dir mal zeigen, wie das geht, ganz einfach. Machst du den Deckel drauf, machst du die zu. Hast hier auch noch die Möglichkeit einzustellen. Du hast hier so verstellbare Regler und dann könntest du theoretisch jetzt einstellen, wann du eingekauft hast. Ne? Oder wenn du die einfrierst, ja, das macht eigentlich mehr Sinn, dass man sich das dann einstellt, wann man es halt eingefroren hat. Ne? Also das ist halt noch so, hast du ein Gag mit dazu, den man nutzen kann. Pumpe, ganz einfach, ganz klein, setzt du da drauf und dann pumpst du. Und dann ziehst du dir die Luft raus. Und dann hast du Vakuum, also das geht nichts mehr auf. Und
wenn du das Vakuum wieder rauslassen willst, dann hast du das ist so ein Ventil. Ne? Ah. Und genau, dann ziehst du es auf die Seite und dann hört man es auch. Ne? Ja. Genau. Ja, das ist vor allem, wenn ich dann immer so, ich komme lieber, wie gesagt, einmal die Woche und dann kaufe ich mehr einfach. Genau. Und dann habe ich aber immer Angst, dass es mir schlecht wird. Ja. Deshalb finde ich gerade das mit dem Vakuumieren so super cool. Cool, ne? Ja. Genau. Also wenn ich dann jetzt wieder mit meinen sauberen Boxen komme, dann schreibst du mir praktisch die 20 Euro Pfand sofort wieder. Genau. Also so ähnlich wie wenn du halt in einen Getränkemarkt gehst und bringst dein Leergut zurück. Ne? Wird dir das ja auch erstmal gut geschrieben und dann wird abgerechnet, was du wieder mitnimmst. Ja. Ne? Ja. Also das Bierkastensystem. So kann man sich es am besten vorstellen. Ja. Und so ist es hier auch. Ne? Hat mich noch gefragt, oder eine, ob sie die Box dann auch behalten darf. Darf sie behalten, ne? Hat ja Pfand dafür bezahlt. Ja. Also wenn dir die gefällt und du sagst, Mensch, habe ich immer zur Verwendung dafür, dann behalte sie einfach. Wie sei dann eigentlich auf den Hersteller gekommen? Das ist ja auch so eine schöne Geschichte. Ja, also der hat eigentlich über einen Metzgerskollegen, der im Facebook das gepostet hat, dass er eben jetzt diese Box hat. Ja. Und dann war das auf Bayerischen Rundfunk dran. Ne? Ja. Und dann haben wir das gesehen und dann fand man das Konzept total super. Ich fand es halt stimmig, ne? Das war halt einfach so von der ganzen Idee, weil das super. Mhm. Auch mit diesem Logo, das da drauf gedruckt ist, ne? Das lässt er bei der Behindertenwerkstatt machen. Ne? Also da ist also dieser soziale Aspekt ein bisschen mit dabei, das finde ich einfach schön, ne? Wenn da halt so, was war das, die ganze Gesellschaft abbildet, ne? Und dann an die denkt, ne? Ja. Die ist jetzt nicht so einfach. Haben, ne? Ja. Und der macht das exklusiv für kleine Metzgereien. Ne? Also für große Handelsketten, ja. Ne? Oder Supermärkte oder sowas gar nicht. Ja. Also das sagt er, da will er das nicht machen, weil er selber auch aus einer Metzgerei rausstammt und er sagt halt, also die Qualität, die man da geboten kriegt und dann vielleicht noch so eine qualitativ hochwertige Box, dass das halt alles zusammenpasst und dass halt dann auch die Großkonzerne dann nicht auch noch mit so einem Produkt kommen und dann eventuell wieder die Kleinen, die sich vor Ort bemühen, ne, vom Markt weiter verdrängen. Da passt einfach alles, ne? Also ich finde schon, das ist so schön. Ich bin total, bin total begeistert. Ich habe noch keinen Haken gefunden. Musst du mich beim PIN eingeben? Zusammen? 315. Okay. So, also dann. Gut. Dankeschön. Bitteschön. Alles gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, wir haben's. Wir sind wieder für eine Woche versorgt. Und heute Abend gibt's Schlachtschüssel. Ne, Schatz? Mhm. Das ist jedes Mal so geil, wenn ich mit meinen Schätzen hier rauskomme und das alles heimbringe. Und jetzt kann ich es halt auch noch vakuumieren, was ich echt cool finde, weil, muss ich nicht so oft nach Dörndal fahren. So, jetzt fahren wir heim, Schatz. Finden wir einen Heimweg? Freilich. Meinst du? Das Neue geht gerade wieder raus. Wir mussten lang links oder rechts davon. Links. Schlecht. Oder?